Und damit herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge Fummelgeräusch stellt sich blöd an in VVV VVV, also alles beim Alten. The high road is low, die hohe Route ist tief. So, schauen wir mal, was es hier so alles gibt. Was passiert, wenn ich hier, hahaha, dann bin ich tot. Aber hier gibt es ein Trinket. Und ich vermute, so komme ich da nicht hin. So auch nicht. Aber ich könnte, wenn mich nicht alles täuscht. Okay, das funktioniert so nicht. Schade, da hätte ich wohl direkt unten rumgehen müssen. Das klappt so auch nicht. Ich muss hier auf ein Ding durch. Genau so. Das war knapp. Wo gehe ich rum? Oben oder unten? Ich weiß nicht. Bisher bin ich aber oben rumgegangen. Aber ich glaube, egal was man wählt, es ist eine schlechte Entscheidung. Ah, Menö. Menö. So, jetzt aber. Hyperspace Bypass 5. Ja! Okay. Ach, ich muss da runter, ja, natürlich, klar. So, kann ich jetzt da oben noch irgendwas? Ne? Ach so, da ist nur so ein. Oh, ist das gemein. Da ist ein Trinket, hab ich gerade gesehen. Ein Ding. Ah, das war blöd. Nicht ein Trinket, sondern so ein Checkpoint. Wo komme ich jetzt da hin von hier? Ich kann hier rüber und da hin. Genau. Ich komme nicht nach unten, leider. Da muss ich da unten durch. Den da vorbei. Na, zuerst. Nee, okay. Erstmal gucken. Wow. Wow. Nein. So nicht. So könnte es gehen. Ja. Ja, nein, so nicht. Aber so. Ja. Perfekt. Alles nur eine Frage des Timings. Und hier das gleiche im Prinzip nochmal, nur andersrum. Und in gut, bitte. Ach, Menü, komm schon. Stell dich nicht so an, Junge. Du kannst das. Trinket! Yeah! 3 von 20. Erster Level? They just keep coming back. Ach, das bezieht sich dann wohl auf die, Bänder, die mich da wieder immer hin und vor und zurück schieben. Mit dem Level. Ah! Ah! So. Natürlich muss ich den Lügen ausweichen. So nicht. Ja, so auch nicht. Oh, so auch nicht. Ah, so geht's. Ein weiteres Trinket da unten. Die Lösung ist Verdünnung. Die Lösung aller Umweltprobleme. Verdünnung, yay, ein Teleporter. Aber nein, es gibt hier ein Trinket. Das möchte ich natürlich haben. Ich speichere vorher nochmal. Swoop heißt das. Über... umgedreht. Ah, Swoop. Genau. Die manische Mine. Wow, schnell durch. Und da ist das Trinket. Wer sagt's denn? Geht doch. 4 von 20. Cool. Freut mich. Gut. Dann kann ich hier, glaube ich, zurück, oder? Gibt's hier noch was? Sieht nicht so aus. Vielleicht hier oben? Terminal. Forschungsnoten. Alles ist alles kollabiert irgendwann. Das ist der Weg des Universums. So, so funktioniert das Universum. Alles kollabiert irgendwann. Ich kann mich jetzt zurück teleportieren, aber ich habe halt irgendwie niemanden gefunden. Ich glaube, ich lasse das mal, weil ich ja hier wirklich direkt einen Ausgang habe. Ich bin hier so halbwegs im Freien. Und schaue mich einfach mal hier noch so ein bisschen um, was ich hier alles finde.
Weil wenn ich mich jetzt zurückteleportiere, dann bin ich halt wieder... Und? Was ist drunter? Staffeln sind drunter. Na, vielen Dank auch. Ach, das sind immer noch die Lügen von da drüben, okay. Gut. Oh. 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 Yay. Yay. So. Yay. Und wieder hoch. Wenn ich schon mal da bin, dann würde ich doch versuchen, alles mitzunehmen. Wenn ich schon mal hier in der Ecke bin. Ich weiß ja nicht, ob ich hier wieder... Oh, Mendel. Ob ich wieder zurückkomme? Weil letzten Endes in dem Spiel deckt man die Karte auf in der Zeit. Okay, so nicht. Und wenn man halt irgendwo schon mal war, dann geht man da halt ungern nochmal hin. Weil man war ja schon mal da. Dollar Signs. Schnell durch. Die Warnung. Ja, verdammt. Ich weiß, was das ist. Das ist jetzt doch die Ausnahme zu dem, was ich gerade gesagt habe, alles mitzunehmen, wenn ich schon mal da bin. Das da rechts ist ein langer Weg. Persönliches Logbuch. Ha, niemand wird dieses Trinket jemals bekommen. Ja, dieses Trinket ist sehr schwer zu kriegen, denn wie gesagt, man kann hier nicht springen. Man kann nur die Gravitation umdrehen. Und ich versuche das mal zu demonstrieren, was man hier machen muss. Letzten Endes, ich spare es mir. Ich mache das mal als Fleißaufgabe offscreen und... Oder ich versuche es einfach tausendmal und schneide einfach den letzten erfolgreichen Versuch dann letzten Endes rein, alles andere raus. Also ihr seht, man muss da 4-5 Bildschirme hoch, alle möglichen Dinge ausweichen und dann wieder zurück. Yay! Was nichts Tolleres gibt. Ja, na, so kann es nicht. Komm ich da hin? Ich brauche auf jeden Fall die Beschleunigung des Bandes, genau. Das ist jetzt, ne, da war ich am Anfang, ne? Da oben. Aber halt auf der anderen Seite der Mauer, auf der anderen Seite der, na, des Bodens, Schrägstrich der Decke, irgendwie so. Und hier war ich ja auch am Anfang, ne? Das weiß ich allerdings nicht, ob dieses... Ja, es kommt wieder... Das heißt, wenn ich mich da jetzt hätte runterfallen lassen, dann hätte ich jetzt wieder von Anfang an alles machen müssen. Habe ich zum Glück aber nicht. Ich frage mich, ob der Generator, den wir in der polaren Dimension aufgesetzt haben, unsere Teleporter, die Funktion unserer Teleporter beeinflusst. Aber nein, es ist wahrscheinlich nur ein Glitch. Wow, das war knapp. Und das war etwas zu langsam für meinen Geschmack. Es ist schon wieder spät abends, ich sollte vielleicht... bald aufhören nach der Folge. Puh, wie komme ich da hin? Ich weiß, es geht irgendwie. Ich weiß aber nicht, wie. Ich glaube, ich muss da... Wie war das denn? Ah, das war dumm. Ne, da hab ich's noch gehabt. Genau, da war das doch. Ja, nee, nicht da rein, sondern jetzt da hoch und dann, okay, da hätte ich ein kleines bisschen vorher nach oben gemusst. So, genau so. Das Problem dabei ist nämlich, glaube ich, dass ich keinen Checkpoint irgendwie anwählen darf oder so. Ist mir jetzt aber erstmal egal, ich versuche es mal so. Ich muss ja erstmal hier durchkommen. Irgendwie weitermachen kann. Nee, so nicht. Nee, so auch nicht. Blödsinn, suchen statt. Ich depp. Hat eben noch geklappt. Ey! Nee, warte mal, ich muss gar nicht unten starten.
Ich will einfach nur innen drin bleiben. Oh, komm schon. Nein, so knapp. Da wollte ich zu viel auf einmal. Das passiert, wenn man zu viel auf einmal will. Manchmal muss man sich einfach ein bisschen zurückhalten. Ein bisschen weniger zufrieden geben. Also zum Beispiel mit noch mal einer Runde hin und her fahren. Um letzten Endes dann doch mehr zu haben. Shenanigan heißt das hier. Okay. Prize for the Reckless. Also ich kann hier jetzt genau... Das wüsste ich noch. Was bist du? Werde ich da eingequetscht? Nee, das ist ja lustig. Kann ich mich währenddessen nach oben... also wenn ich da eingesperrt bin quasi. Da... Ja, das geht. ich meine, ich kann jetzt irgendwie... Ach Gott, ja! Ich weiß, wie das geht. Ich weiß, wie das geht. Und zwar muss ich unten den... jedes Mal, wenn ich den Raum verlasse, wird es ja wieder neu gesetzt. Das Teil hier. Das heißt, ich muss von hier oben nach da unten kommen, ohne den Raum zu verlassen. Und das geht halt, indem ich den Checkpoint da unten aktiviere. Dann den ganzen Krampf mache, den ich gerade gemacht habe, ohne Checkpoint zu aktivieren. Hier oben das Ding zerstöre und mich dann töte, sozusagen. Also sterbe. Und dann bin ich unten. Und dann bin ich unten und kann mir das Trinket holen. Das war ich aber nicht jetzt. Das mache ich mal anders. Viridian, du bist, auch gut vom Schiff weggekommen. Du hast auch überlebt. Also er meint mich natürlich, den Captain. Ich heiße, der Captain heißt Viridian, offensichtlich. Gut dich zu sehen, Professor. Ist das Schiff okay? Es ist ziemlich angeschlagen, aber Violet arbeitet gerade daran, es zu fixen. Wir könnten wirklich deine Hilfe gebrauchen. Na klar! Die Hintergrundinterferenz in dieser Dimension verhinderte, dass das Schiff einen Teleporter gefunden hat, als wir gecrashed sind. Deswegen hat es alle möglichen Teleporter angesprochen und jeden woanders hingeschickt. Ja, genau, das klingt ungefähr richtig. Na gut, auf zurück zum Schiff dann. Nach dir, Captain. Er folgt mir. Folgt er mir auch nach unten? Nein, tut er nicht. Na gut, teleportieren! Energize Energie! Das wollte ich immer schon mal sagen. Und damit habe ich den zweiten von fünf Crewmitgliedern, das zweite von fünf Crewmitgliedern gerettet. Yeah! Und zur Feier des Tages, was haben wir denn da? Doch, das war ganz okay. Das was da gerade lief. Ey, na, so, jetzt. Gut, dann werfen wir noch einen letzten Blick auf die Karte, bevor es rausgeht beim nächsten Mal. Und, ich bin jetzt irgendwie wieder am Anfang gelandet. Also ihr seht, wenn man nach links aus der Karte rausgeht, dann kommt man rechts hin. Und genauso, wenn man oben rausgeht oder unten rausgeht, dann kommt man entsprechend wieder oben oder unten hin. Wer was von Polarkoordinaten schon mal gehört hat, der weiß vielleicht auch, warum das so ist. Oder warum vorhin der Polardimension gefallen ist als Wort. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit der Erforschung dieser Dimension und der Rettung der Crewmitglieder, um das Schiff wieder fit zu machen und hoffentlich alle Trinkets zu finden, um die verborgene Musik freizuschalten. Jawohl, haha. genau, bis dahin und danke fürs Zuschauen. Tschüss.